Haribo? Haribo! 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 Test, Test? Test? Oh, jetzt müssen wir zu kurz. Nochmal. Haribo! Matti! Ah, okay, jetzt geht's. Voll Hallo! Irritiert. Ich hab mich nur gewundert, warum du mich nicht hörst oder nicht reagierst, ey. Ich dachte, du wärst nicht da, aber du bist gerade noch nicht gucken. Ich könnte jetzt behaupten, ich hätte dich ignoriert, oder? Weiß nicht. Da nee, müsste ich mit meinem Anwalt sprechen. Achso, ja, ich bin dein Anwalt, weißt du. Okay. Also, hallo Anwalt! Mit mir drüber sprechen. Aber jetzt gerade von 1 bis 1. Wie sehr hast du mich ignoriert? 3,1415. Wo die Skala nur bis 1 geht. Ja, ich habe die Skala halt erweitert. Ist das mathematisch eigentlich erlaubt? Ja, könnte man theoretisch. Wenn man eine Körpererweiterung einführt, dann ist es Algebra. Ich mag kein Algebra. Also. Aber okay. es gibt das, wie sagt man, das Thema Körpererweiterung. Da erweitert man den Körper, halt die L-Zahlen dann noch um einen weiteren Körper und so. Oh, dann bin ich, glaube ich, auch aus der Algebra. Weil mein Körper hat sich die letzten Jahre auch sehr erweitert. Ja, war klar, dass es jetzt kommt. Ich stelle mir gerade vor, wie du auf die Antwort, ja, das geht in der Mathematik, eine Rückblende hattest, wo ein Dozent, keine Ahnung, also die Professor zusammengeschissen hat, wie konntest du das, ist mathematisch unmöglich, es geht nicht, und du sitzt da so, ja, das geht. Oh boy. Ansonsten, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Ganz gut. Ich hatte ja Nachhilfe heute. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Mhm. Ja, war entspannt eigentlich. Warum heißt es eigentlich Nachhilfe, wenn du die Hilfe vor der Klausur gibst und nicht nach der? Das Thema hatten wir schon mal gehabt und ich hatte dir darauf geantwortet, weil man ja die Hilfe nach der ersten verkackten Klausur braucht. Deswegen Nachhilfe. Oh, krass. Ja. Oh. Wie geht's denn dir? Wie war dein Tag? Ja, aktuell habe ich mich für Klausuren angemeldet und Lernpreis. Na, wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich eine Seele zu Ende. Nein, Quatsch. Also ganz viele Serien sind. So gelernt. So eigentlich Arbeit. So ein langweiliges Scheiße halt. Das Übliche. Oh boy. Skyler hatte Flashbacks. Oha. Flashbacks? Echt? Auch wenn man dem nachhelfen muss. Achso. Das ergibt Sinn. Ja. Ich glaube, Haribos Erklärung gibt mehr Sinn. Ich habe zum Beispiel Nachhilfe auch nie gebraucht. Erst nach der ersten verkackten Versuch. War das jetzt die zweite sogar? Also, du warst im letzten Versuch, oder? Achso, ja, das... Ja, Moment. Nee, das war... Nee, dann nicht. Nee, das war einfach nur... hatte keinen Bock auf Dingens. Ich hatte keine Ahnung, wie es geht. Achso. Na dann. Wahrscheinlich kein Kann. Oh, guck mal, da ist wieder Mama. Und 33. Ja, hab ich gesehen, Mama 33. Voll... Hatten wir schon mal? Was schon mal? Mama 33? Wir hatten doch war das letzte Woche oder vor 2 Wochen, da haben wir über Mama und Papa geredet. Und da hat mein Papa da gehabt, aber nicht 33. Der hat irgendeinen anderen Dingens gehabt. Und da haben wir dann darüber geredet. Wieso? Ja. Was weißt du eigentlich? Wo ist Papa? Papa, wo bist du? Ich hab Mama gefunden. Ich kann niemand mal sagen, dass Papa Kiefer kommt. Ich bin Nein! Oh, wir sind direkt in einem Team. Krass. Mann. Lass uns auf Mama gehen. Damit hat sie uns alleine gelassen. Aber Mama ist die Sniperin. Die steht da rechts in der Mitte. Also, die ging mir gerade auf den Sack, ey. Jaja.
Das wäre echt witzig, wenn es einfach. Ne, weiß nicht, stell mir so vor, es ist 33, Mama, spielt Splatoon. Hallo. Ha, hau ab hier, das ist meine Kills. Hey Team, mit einer Schnauze! Hau ab hier! Okay, dann geh ich. Ich geh zu den Gegnern. Ah, das ist Mama. Wow! Grüß dir von mir. Okay. Das soll von Matty Hai sagen. Hä, hey, du sollst nicht deinen Namen sagen. Was, was? Achso. Entschuldigung. Ne, ja genau, gib mir nicht. Versuch's nochmal. Okay, Entschuldigung. Ne, mit dem. Halt mal die Grüße ausrichten, wenn ich mit dem Menschen vor. Weil ich stell mir das einfach so dann weiß ich nicht, auf Verarbeitung oder so, von du baust so Scheiße so. So, was hast du hier gemacht? Das ist alles Scheiße. Oh, Entschuldigung. Ja, nix, Entschuldigung. Mach das nochmal. Okay, Entschuldigung. Aber du hast, ich hab doch gerade schon bei der Entschuldigung nicht angenommen. Soll ich's nochmal tun? Mann, ey. Ich glaube, Mama snappt gar nicht so gut. Mann! Bumblebee! Du bist gestorben! Aber nicht durch Mama. Ich soll von Matty Hai sagen. Das ist nicht Mama, das ist Bumble, ey. Fuck. Nein! Mama ist die Sniperin. Ja, aber die haben zwei Sniper. Haben die? Oh. Ja, aber das ist die richtige. Ja, gerade war es Bumble. Bei Grund von Bumble bis Planet. Ach so. Oh. Dann kann Mama dazu. Kann Mama dazu. Ja, Mama. Ich will nichts mit mir zu tun. Die ist jetzt da oben, oder? Ja, ich glaube. Nee, das war Bam. Oh. Vielleicht ist Mama der Hammer. Also jetzt wirklich der Hammer. Sam ist mein. Wow. Aus dem Mix kam der Roller, ey. Boah, ey. Schippo war das. Schipp und Schipp. Seid doch noch rein. Oh boy. Man ist einfach verdrängt, war so traumatisch. Upsi. Nein, verloren, ey. Toll das gemacht, ey. Entschuldigung. Entschuldigung, nicht angenommen. Das lag an mir, bei mir, ey. Ich hab alles fertig gemacht. Guck mal, sie kills, ey. Ich hab sie alle vernichtet. Okay, eigentlich gar nicht alle. Ich seh's. Achso. Stimmt ja, du siehst ja echt. Du könntest einfach nur auf meinen Stream schauen und dann siehst du's. Hm. Ja. Boah, die Maps sind so irritierend, ey. Die sehen irgendwie aus, als wären es einfach dieselben, ey. Und dann fällt mir mein oben Muscleforge Fitness und Grobi Arena, was ein Basketballplatz ist. Wobei ich weiß nicht, ob es ein Basketballplatz ist. Ne? Vielleicht weil die beiden mit derselben Farbe eingefärbt sind. Alle Maps mit derselben Farbe. Ich glaube nicht. Gute Frage, aber irgendwie sind die Maps so. Ich weiß nicht, sind die beide so komisch. So. Oh, komm, wir sind beide in rosa. Und Mama ist bei uns. Yay, Mama. Mama, you can do it. Jetzt kannst du dir Mama grüßen, selber. Ich grüße meine Mama und mein Papa und vor allem meine Eltern. Den Spruch findest du immer noch gut, oder? Ich bin so klasse. Nein! Ich keine Chance hatte gegen 3. Wow! Nein, keine Tinte mehr! Dabei bin ich da so ninja-mäßig ausgewichen, dann habe ich keine Tinte mehr gehabt.
Das ist ja der Ninja-Skill, oder? Naja, also da hat er die ganze Tinte deswegen verbraucht, ey. Oha. Alles? Alles. Ich konnte nicht mehr schießen oder schwappen. Ich gebe dir Rückendeckung. Ich darf nicht. Ich hab... Wo bist du denn? Oben. Ach so. Der ist irgendwo dort noch, aber der ist, ich seh den nicht mehr. Hm. Ich auch nicht. Egal. Ja, mei. Oh. Nein! Lass dich in Ruhe! Gib dir Rückendeckung, ich werf Bomben zu dir. Gib dir. Ha! Hab ihn! Ja. Teamwork! High five! Hände am Controller, wir müssen spielen. Nicht jetzt. Achso, okay. Vorsicht, da kommt einer! Ich hab ihn! Oha, nice! Boah, voll das gute Team, ey! Ja, warum kann es nicht immer so laufen? Weil es nicht Revierkampf ist. Revierkampf ist eigentlich voll easy, ey. Achso. Oha, nice! Und jetzt noch einer! Da ist noch einer! Nice! Boah, nice. Killing Spree! Können echt immer so gehen, ey. Ist ja voll liegen. Wow. Sniper. Ah, nee, gar nicht mal. Ha! Sehr gut. Oh, das funktioniert voll gut, ey. Mit einer einfach ablenken. Na, verdammt. Nice. Ich hab ihn. Ich hab dich gerecht. Dankeschön. Dankeschön. Oh, da kommt irgendwer wieder durch und fährt bei uns alles ein, ey. Ah, Mist, wollte noch eine Bombe werfen. Ja. Keine Bombe. Easy. Easy peasy. Easy peasy. Jawohl, mit Mama gewinnen wir. Boah, 11 Kills, ey. Ja. Voll abgegangen, ey. Immer. Jetzt nicht immer. Aber jetzt war es schon. War schon nice. War schon. Nice. Und ich bin so ganz Sonic-Fan. Sehe ich jetzt, also noch nie gesehen in der Lobby, keine Ahnung. Ja, genauso wie dieser andere B-Slogan oder wie der heißt, ey. Sehe ich jetzt erst mit, ey. Der Sonic-Fan hat eben mit dem Roller gespielt. Oh. Ich war auch ein Überlegen, mal Roller auszuprobieren, ey. Also in unserem Team, ey. Oh, Roller ist auch cool, ey. Ich wollte mal Regenschirm ausprobieren, ey. Weil ich die Waffe auch super witzig finde. Aber es ist halt wie eine Shotgun. Shotgun mag ich eigentlich nicht. Nur, dass er halt ein Schild hat. Scheppo! Ah, erwischt. Oh, ich hab Mama getötet. Was? Oh, wie in einem Horrorfilm, Mama, ne? Vielleicht ist sie ja eine böse Mama. Hm. Oder die gute, je nachdem, wie man es sieht. Ne? Die eine Tochter fand sie, glaube ich, gut. Ich mag die Mama. Und dann als meine. Das Ende war irgendwie komisch davon. Nein! Wo habe ich schon gar nicht mehr im Kopf, muss ich sagen. Wow. Aber weil Filme sind, ich bin mega gehypt auf den Spider-Man-Film, ey. Ich bin auch gespannt, muss ich sagen. Boah, der sah so gut aus. Also ich muss sagen, ich gerade so dieses Multiversum feier ich. Hast du die alten Spider-Man-Teile gesehen? Ja, hab ich alle geguckt. Ja, dann da hast du da den Dr. Octopus. Dr. Octo. Ja. Octopi? Ja, hab ich gesehen, in der Tat. Ja, oder bin ich gespannt, was es da noch. Ob es noch mehr aus dem Multiversum kommt an Spider-Man. Ich muss sagen, ist das toll. Cool. Irgendwie.
Ja, müssen uns ja noch 4 Monate oder 3 gedulden. Ja, wahrscheinlich nur auf Disney Plus. Und dann müsste man, glaube ich, VIP-Zugang und so, deswegen mal gucken. Aber ich meine, dafür kommt es mal gucken. Aber ich freue mich dafür schon auf Black Widow. Weil Black Widow halt noch so semi-cool ist, muss ich sagen. Am meisten freue ich mich echt auf Spider-Man und Eternals, muss ich sagen. Das ist so, glaube ich, so aktuell so. Okay. Oh, mich. Also ich fand Black Widow interessant eigentlich. Hast du die schon gesehen? Nee, noch nicht. Aha. Achso, du meinst so generell Black Widow und den Charakter und den Trailer? Ja, ja. Ja, das. Also, den, ich habe mir, glaube ich, gar keinen Trailer angeguckt. Den Charakter finde ich interessant. Achso. Ich glaube, an so Agentengedöns habe ich mich einfach satt gesehen. Nach Agent Carter, Shield. weiß nicht, Jessica Jones, Page, das sind so alles so. Ja, alles kann ich verstehen. So quasi dieselben, ohne welche Fähigkeiten. Krassen Bösewicht-Gedöns. Mein gut, Black Widow ist bestimmt richtig krass noch. Ich meine, ist ja nicht ein Jubler, aber. I don't know, ich weiß noch nicht. Mal schauen. Ja, verstehe ich. Ja, auf die Channels bin ich auch gespannt. Aber Spider-Man hype mich gerade echt am meisten. Muss ich sagen. Das sah schon sehr, sehr cool aus. Ja, das ist richtig. Das sah echt gut aus. Also bin ich auch super gespannt. Ich glaube, an Serien kommt erstmal nicht mehr. Ich frage mich auch, wie weit das dann übergreift und alles und was dann noch alles so drin vorkommt und ähnliches. Mhm. Ja, Serien soll ja noch Dingens kommen, ne? Hawkeye. Ja. Im November oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Finde ich auch ein interessanter Charakter. Irgendwie. Ja, das stimmt schon. Also der ist schon cool. Also Bogenschütze ist schon. Das hat was. Das hat so. Das war halt nur Bogenschütze, ne? Der hat ja nicht so eine Superkraft wie, keine Ahnung, Captain America oder was weiß ich. Ja, der war gut Bogenschießen. Ich meine, und trotzdem ist er da dabei bei den Avengers quasi, ne? Ich meine, was man jetzt zum Beispiel auf alles in Dingens hier. Agent Barbie gesehen hat, so, die hätten ja auch locker bestimmt da mitmachen können. Bei, mit wen? Bei wo? Hier. Agent of Shield. Genau, meine ich. Ja, was hab ich gesagt? Weiß nicht. Barnes oder so, ich weiß es nicht. Irgendwas mit B und dann war ich so. Ja, ich meine Shield. Ja, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Oh, das hab ich auch so oft mir gedacht, ey, so. Wo waren die beim Angriff von Thanos? Okay, nein, man muss sagen, ich glaube, du hast ein bisschen mehr gesehen als ich. Du hast sogar die 7. Staffel. Ja, die 7. Staffel habe ich jetzt auch gesehen. Ich habe ja nur die 6. Staffel, wo sie in die Zukunft kommen. Ich muss sagen, gut, von da aus Thanos. Sechste Staffel war das mit diesen komischen Fledermausmonster? Ja, yeah, aber am Ende kommen sie ja in die Zukunft, glaube ich. Da reisen sie, glaube ich, in die Zukunft. Ach so, oder? Ach so, das meint man. Ich dachte, du meintest. Nein! Oh, du bist im Gegner. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, nicht angenommen. Ich war gerade so am Reden und dann killst du mich. So. Also Blödsinn erzählt. Ich will kein Blödsinn. Nein! Ah! Mai, ich hab mich voll auf die Beine. Ja, ey. Hab ich gesehen. Dann sag ich so, ne, den Kind klau ich mir. Boah, das denken bestimmt auch, ey. Ah, sie gerade unsere Kids. Erstmal fort. Ich helfe dir. Fort damit. Oh. Ja, aber am Ende sind sie ja dann halt in der Zukunft und da, glaube ich, Thanos zu bekämpfen ist halt nicht cool, aber... Ein bisschen schwierig, glaube ich, ja. In der Tat. Und ich weiß auch nicht, wo Shield endet, aber ich muss sagen, ja, irgendwie fehlen die bei sowas. So, ich weiß nicht, ich meine,
Ich meine, why? Mhm. Ich mein, allein Daisy, wie sie da abgeht und Jojo. Ja, gut, Jojo vielleicht, weiß ich nicht. Ich glaube, sie hat dieses Problem, sie ist immer wieder an dem Punkt, wo sie losrennt. Mhm. Deswegen heißt der Jojo. Deswegen konnte, glaube ich, auch sie mal gefangen genommen werden. Weil sie rennt los und ist dann am Ende da, wo sie halt wieder losrannte. Ja. Oh, frag dich nach. Konnte sie gefangen werden? Aber ja, ja. Ja, ganz am Anfang hatte ja Mac, glaube ich, die da so. Achso, das meinst du. Ich dachte jetzt irgendwie einer der Gegner. Ja. Mhm. Ja, und dadurch kam er auf den Namen Jojo. Ja. Das ist schon kein guter Nebeneffekt, kann man so sagen. Ja, also weglaufen ist nicht, ne? Das stimmt. Andersherum, ne? Ne, ich meine, andersherum, stell dir vor, du läufst einfach los. Du läufst los und kommst dann irgendwann an und dann sprintest du zurück. So, so keine Ahnung, erstmal so läufst du eine Stunde lang. Hyperspeed und dann dieser Jojo-Effekt so. Genau, theoretisch. Ich könnte jetzt einfach loslaufen, zu dir rennen, dich irgendwie an der Schulter antippen und dann wieder zurückrennen. Du würdest nicht wissen, wer das war. Das sind Ideen, ey. Was? Ja, das sind Ideen, ey. Man könnte die Welt an mich reißen. Oder ich bin einfach der größte Troll der Welt. Hallo, ich Weltherrschaft, das ist ja easy, Dana. Ach so. Der größte Troll der Welt. Hallo. Das ist schon ein Titel, ne, den sollte man sich ja holen, ne? Solange es den noch gibt. Oh boy. Hm. Nein! Ansonsten, Fun Fact, wir hatten echt überlegt, erstmal Mario Party loszuschicken. So mit, keine Ahnung, Happy Birthday und alles nochmal so. Und erst dein Getränk später loszuschicken. Aber das konnten wir konnten wir aber dann nicht mehr machen. Weil es schon eh so lange schon gedauert hat. Ich dachte mir so, boah, wenn wir jetzt erst noch mal damit das losschicken. Versetzt schicken. Oh, verdammt. Na, ich habe schon zu Selina gesagt. Ein paar später würde ja auch reichen, theoretisch. Achso. Oder, weiß nicht, ich habe überlegt, wir schicken das erst vielleicht vorbei, ne? Keine Ahnung. Schon, ist ja bald, ne? Ist ja gar nicht mehr lang, ne? Ist ja. Ja, das stimmt. Oha. Angriff von hinten, ey. Der Schippo, ey. Achso, ja, dann so recht geht er nicht, ne? Muss er nicht mehr bemühen. Okay. Lass uns. Komm, wir treffen uns in der Mitte. Ha! Hm. Ich hab zwei erledigt, ne? War in der Tat vielleicht ein bisschen doof von mir, frontal reinzuspringen da. War nicht meine beste Idee. Du bist reingesprungen. Ja, näher rein, so ein bisschen. Ich hab keine Ahnung. Ich bin einfach losgesprungen. Ich dachte mir so, alles da in der Mitte. Bis ich merkte, okay, war vielleicht voll doof, wenn da noch 70 andere Gegner sind. Aber hey, wir haben uns getroffen. Mich mehr als ich dich, aber. Wir haben uns getroffen. I guess it counts. Meine Bombe! Jawohl! Verdammt! Boah, ich hab dreimal getroffen. Okay, 17. Und dann klappt mir an, wann das ein Kill, ey. Nein! Ja, dabei hab ich in diesem Ninja-Ding ins Gedöns und da hab ich trotzdem getroffen. Krass. Ja, treffen geht. Du bist halt nur nicht sichtbar. Nee, ich aber bin halt gesprungen. Ich bin halt von der einen Stelle irgendwo hingesprungen und hat trotzdem dahin gezielt. Das wollte ich dann. Aha. Also,
treffen geht, klar, aber dass er mich da halt gesehen oder erraten hat, hier. Ich glaube, der hat einfach random eingefärbt. Das passiert mir auch so oft, so ich färbe ihn ein, plötzlich tot. Ich bin so, Entschuldigung. Das war ich nicht. Tut mir leid. Aber nee, ich bin gespannt. Was ihr mir geschickt habt. Ich wollte irgendeinen Scheiß erzählen. Keine Ahnung. Mir aber ist nichts eingefallen. Ja, mir ist gerade echt nichts eingefallen, ey. Scheiße. Nein, du, aber ich bin mir sicher. Ich gebe dir noch einen Moment Zeit zu überlegen, dann sag ich den Satz nochmal und dann. Ja, ich sag ihn gleich nochmal. Also, komm, bin ich gut. Nein, ich glaube, das wird so. Ganz gut finden, glaube ich. Okay. Hoffe ich. Na gut, okay, andersherum wäre es doof, wenn wir sagen, so, ja, wird dir nicht gefallen, macht dir keinen Sinn. Wir haben es trotzdem geschenkt. Bevor wir es wegwerfen. Ich meine, du hast ja auch eine Zwiebel von uns bekommen. Ja, gut. Ja gut, das stimmt. Aber eine Zwiebel hätten wir nicht nehmen können, weil bis wir das Paket losschicken, wäre sie vergammelt. Nein. Wollten wir, es wurde aber schlecht. Ich glaube, ich habe eine größere Reichweite dazu, ne? Voll reingesprungen, schön. Ah, schade. Was hast du gesagt? Ich hab dich gerade verstanden. Voll reingesprungen. Fand ich schön. Ach so. Nein! Oh Mann, ich kann nicht ziehen, ey. Boah, ich hatte keine Tinte, ey. Wie kriegt der Sniper das hin? Boah, die Prinzessin, ey. Excuse me, Princess? Oh Gott, ey. Okay. Fall voll in seinen Schuss rein, ey. Wie viele Spiele schon das eigentlich mittlerweile zu blätten? Keine Ahnung. Ah, ja, ich hab ein bisschen mehr. Okay. 300 vielleicht? Achso. Kann ich mal nachgucken. Schon ein paar, denke ich. Oh nein, 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 was mache ich da? Warum roll ich genau? Oh, dann roll ich auch noch runter, ey, und direkt mal. Das ist so dumm, ey. Das ist so bescheuert, ey. Nein, ich hasse Blaster irgendwie, ey. Ich verkacke gegen Blaster jedes Mal. Ich weiß, was ich jetzt demnächst main werde, ey. Hold up. Ja, du hast einen Regenschirm gesprochen. Hm. Was wollte ich sein? Das ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. No! Scheiße. Nein, lass dich Ruhe, Blaster. Ich habe Angst vor dir. Verdammt! Dann, da. Oh, und dann noch diesen Splashdown, ey. Oh, Splashdown ist nervig. Ich hasse Splashdown. Mhm. Das ist nicht fair. Meine Frau. Boah, vielleicht komme ich demnächst sogar Level 50. Oha. Komm auf mein Level. Dann muss ich nur meinen Stern entfernen.
Wie läuft es eigentlich im Rangkampf? Ganz okay. Ich dümpel so zwischen S und S Plus im. Also ich kann dann nicht drüber hinaus irgendwie. Weil bei S Plus ist auch anscheinend so. Also ich glaube, du hast ja 6 Chancen, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Also wenn du 6-mal verlierst, dann steigst du ja ab im Rang. Ja. Und bei S Plus ist das, glaube ich, so, du hast dann nur 5 dann. Also hast du eine Chance weniger. Echt krass. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe dich nie aufgepasst. Ja, ich habe das mal gezählt und dann, okay, ich habe jetzt auch eine Chance. Und dann irgendwann bin ich halt direkt abgestiegen. Und ich dann nur so, oh, warum? Ja, ich weiß nicht, ich achte nie drauf. Ja, aber manchmal wirst du, glaube ich, ein bisschen geschützt oder so, ne? Ja, yeah, nur manchmal, wenn du halt diesen bestimmten Bereich erreicht hast. Ja. Okay. So. Und Stefan, was geht? Alles gut bei dir? Seht uns sich umbenannt. Hallo. Hat mir Selina schon erzählt. Ah, hab mich gerade gewundert, okay. Nein, Spaß. Ich habe, glaube ich, vorhin bei Selina reingelurkt. Dann habe ich halt gesehen, dass, glaube ich, Stefan da reinkam. Und dann sah ich nur, also ich habe ja dann nie einen Ton, aber ich sah dann halt Stefan schreiben, kannst du mich ruhig weiter, Stefan. Dann wusste ich Bescheid. Wo ist sie? Wer hat dich vorgewarnt? Das war, ich habe immer, wenn ich arbeiten bin, habe ich einen kurzen Moment, ich glaube so 10 Minuten immer Pause. Und das ist der Moment, wo ich bei Selina kurz reinlurken kann. Und das war, da habe ich dich gesehen, dass du da schreiben warst. Also ich habe dich gesehen. Und dann hattest du, glaube ich, geschrieben, dass Selina dich weiterhin Stefan nennen kann. Und dann wusste ich, ich wusste aber auch, ne, so ein bisschen Bescheid. So, Stefan hat neuen Namen. I see. Wie kommst du denn? Warum hast du dich umbenannt? Was machen unsere Gegner da? Die standen gerade irgendwie 5 Minuten an deren Base nur rum. Das ist eine gute Frage. Erstmal Lurk. Oha. Jetzt werden wir. Die Frage wird Stefan nie beantworten. No. Also, ist ja danke für den Lurk. Was macht unsere Gegner? Hä? Weiß ich nicht. Sterben. Aufgeben. Wollen nur mit uns zusammenspielen. Ach so. Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Ich weiß, Selina hatte gesagt, ich habe vorhin, glaube ich, vielleicht angesprochen, ich habe gesehen, Stefan hat einen neuen Namen. Selina meinte direkt, das soll ich dir gar nicht sagen. Stefan wollte dich überraschen. Und so. Und dann dachte ich sagen, ich hab's schon gelungen. Ja. Ich sehe halt alles. Wenn die Gegner. Und die springen doch die ganze Zeit rum, wenn. Hä? Das ist doch so. Unsere Gegner nicht. Ja, keine Ahnung. Das wird so. Vielleicht haben sie ein spaßiges Leben. Und ja, wir sehen bis. Und Selina schafft bis bald. Level 69 oder so. Was zur Hölle? Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, was sie damit sagen. Nein! Die beiden Snipen, die springen gerade die ganze Zeit hin und. Ich hab das mal aufgenommen. Schicke ich dir mal später. Ich hab mich noch gesniped? Ey, Mann, ey. Stefan war nicht mehr das. Auch gesniped worden. Damit man nicht mehr weiß, dass Stefan bei der Geburtstag hat. Oha! Was war der da? Was war das? Das war 29.06. oder? 29.06. Wenn ich mich gerade richtig erinnere. Ja, ich hab's schon. Ich weiß trotzdem noch, wenn das jetzt richtig ist. Schreib's auf, pinn's mir an. Ich weiß auch nicht, warum meine Ausrufe immer so passen, ey. Keine Ahnung. Hey, was hat er denn, was waren denn da für Ausrufe? Was hat der Haribo denn gesagt? Was hattest du gerade gesagt? Gerade? Weiß ich nicht mehr. Aber generell, ja, Post. Ich hatte gerade Aimin nicht mehr gekriegt, ey. Nee, ich hab's wieder vergessen. Das ist mir sehr geschrieben. Boah, ey. Du hast
hab's doch gesagt, ich soll das machen! Das war ein Joke, das hab ich einfach Stefans Geburtstag angefunden. Ich weiß nicht, ob das der Richtige ist. Ja, aber ich meine schon. Ja, du hast gestern auch einfach random PN geschrieben, ja? Also. Was? Ja, darf ich dir etwa keinen PN mehr schreiben hier? Wollte nur noch mal privat schreiben. Ach so? Ey, die Gegner, die springen da schon wieder rum die ganze Zeit. Ich verstehe das nicht. Komische Lobby heute. Du solltest gleich bei der Nachricht einfach nochmal deinen Geburtstag da rein editieren. Dann denke ich jedes Mal, dass du über Geburtstag dann ist. Boah, das wäre so cool, ey. Ich ende das immer um. Happy Birthday, Harry. Wait a minute. Dir gratuliere ich dieses Jahr schon zum 4. Mai, oder? Nein. Ich habe auch noch nichts bekommen. Schick mir bitte wieder was. No! Oh, das mit. Stimmt, das. Ah. Ich hab dir gesagt, du bist bald. Selina ist bald Level 69. Und dann hast du. Wow, was zur Hölle? Wegen den Snipe. Ich muss sagen, Fun Fact: das war auch. Stimmt. Ich dachte auch erst, du meintest das. Und dann erzählst du vom Snipe da rum. Und der so, ich glaube, er hat mir nicht zugehört. Ich hab das nicht mal gehört, dass du das vorgelesen hast. Ich kann mich nur daran erinnern. Nein, lass mich in Ruhe. Bitte. Ach Mann, ey. Warum bin ich immer so mies? Oh, no, geh weg! Ich hab nicht ange. Ja, ey. Ich hab einfach die andere Wei gekillt, aber dich nicht. Verdammt. Der hat sich erinnert für mich. Nein. Wow. Hab ich gesehen. Du kamst richtig heldenhaft angesprochen und. Also, war das gewollt? Aber. Nein, ich wollte dich killen, aber ich bin runtergefallen, weil ich ZR gedrückt habe und dann bin ich durchs Gitter gefallen. Ach so. Oh, das ist gut. Alter, ich spring echt hier alle rum. Krass. Mann, ey. Katzen sind auch immer knuffig, wie dieses Ju-Ju-Ju-Ju-Ju und dann Badaaam! Ja, machst du das jetzt immer? Ja, yes, aber soll ich das mit den Katzen mitmachen? Und davon ja, gibt's ein Makro-Spiel in WarioWare, das ist so cool, das ist so cool! Das kommt ja, glaube ich, sogar bei draußen, ne? Irgendwann im September war das. Nicht. Ja. Deswegen hat Selina auch sofort, Mario 3D World gestellt. Ich meine, ich hab dir die Liste geschickt. Wario. 10. September sogar schon. Krass. Das ist recht bald. Weil ich muss die Spiele schneller durchspielen. Es dauert immer so lange. Kack, Diablo, ey. Tja. Frisst viel zu viel Zeit. Brauch mal. Die Hälfte, oder? 50 Stunden? Das ist richtig. Hälfte der Zeit um. Und gefühlt nichts. Oh. Wow. Communication Error. Bye bye, Lobby. Bye, have a nice day. Bye. Streamen, ne?
Ja, Feierabend, tschüss. Na, okay, tschüss. Boah, ich hoffe, du kommst direkt wieder in die Lobby rein, ey. Das ist, glaube ich, so das Schlimmste, ey. Jetzt komme ich wahrscheinlich in die Lobby rein und du musst nachjoinen. Und mit etwas Pech musst du warten. Oh, schnell, vier Plätze. Oh, 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 go, 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 go. Oh, eine drei. Go, 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 go. Oh, der guckt schon böse. Ich bin kurz auf Toilette. Da bist du! Hi! Da ist Mr. Eyeboy! Ach nee, du bist halt gefunden. Banana Squid! Oh, ich muss da gar nicht so genau mitspielen. Nein, Oh boy, ey. Ach man, warum sind wir heute so oft in einem Team? Entschuldigung. Yay! Tut mir leid, keine Ahnung für. Entschuldigung, nicht angenommen. Okay. Bam, bam, bam. Nein. Doch. Nein. Doch. Ach, Mann. Oha, da ging so viel ab, Vega. Er ist Vega. Was, Vegas? Vega. Vega, was ist Vega? Ich kenne Vegeta. Oder ich kenne Vega. Oder Vega? Ist das nicht eine Batteriemarke? Der hat ein Herzchen dran, weißt du, der mag die Batteriemarke so sehr. Ich weiß nicht. Oh, ich hab Vega erwischt. Ach nee, das ist ein durchgestrichenes Nein. Herz. Ich glaube, er hasst Vega. Er hasst sie so sehr, dass er sich mal scheiße, ey. Dass er sich. Nein! Dass er sich so ins Splatoon nennen muss. Nein! Wie drücke ich meinen Hass gegen Batterien aus? Mein Kampf gegen den Kommunismus. Ja, wer weiß. Mal. Da sehen das jetzt irgendwie 8 Spieler, sag ich mal. Wenn er jetzt auch Teamspielmann ist, dann sehen noch mehr Leute und so. Ist schon ein guter Plan, denke ich. Stimmt. Boah, ich kenne. Der erste Streamer, bei dem ich war, der ist immer in Lobbys reingegangen. Und der hat die sehr oft gewechselt, damit ihn viele sehen, weil er ja das YT in seinem Namen hatte. YT und Unterstrich und dann sein Namen, damit man ihn ja auf YouTube sucht. Clever? Fragezeichen? Das ist so. Level on, weiß ich nicht, so Next Level Gedöns. Muss ich an den Dude in Monster Hunter denken, der sagt: Komm in Stream, ich heiße Bananenkopf. Komm her, schau meine Videos, bring dir Muppets mit. Ja, wollen wir jetzt Monster jagen oder nicht? Schönen Tag euch noch! Schön, euch kennengelernt zu haben. Ich freue mich immer. Ganz cool ist, wenn man auf Discord so: Hey, willst du auf meinem Discord-Server kommen? Wer bist du? Ja, ich bin auch Leute auf meinem Discord! Ah, okay, cool. Mach das. Lad doch Freunde ein! Jetzt auch jeden zu dir nach Hause ein, ey. Aua. Ja. Aber. Oh boy. Ich meine, ich finde es ganz cool, wenn man wirklich wen, also, ne, ist auch vielleicht so ein Ding, was man machen könnte. Würde ich auf YouTube streamen, ist es vielleicht auch so ein Ding, könnte man reinpfeffern, so. Aber, aber ich glaube, es ist dann halt so. Also nicht so danach suchen, nur damit die Leute sind so. Muss man gut für sein, ne? Dann wird man mehr was bringen. Und wenn die Leute denken, boah, ist der gut, ich glaube, da gehe ich mal rein. Man bringt dann einen Lappen zuzusehen. Mhm. Nein, nee, aber auch, keine Ahnung. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach, toll. Worauf, was habe ich nochmal vorher erzählt? Oh, das stimmt, Dingens so. Auch so, ich wurde echt mal, glaube ich, so ein paar Mal auf Discord halt angeschrieben und so.
auch richtig gut, als würden wir uns voll gut kennen, so, wo ich meinte, so, keine Ahnung. Ich meinte so, du fragst, ey, willst du auf meinen Discord-Server kommen? Nee. Oh, du böser Matthew. Was willst du? Was? Wie bitte? Bist du ein... Wer bist du? Auch gut ist, wurde auch mal angeschrieben. Also ganz, hey Matty, magst du Lust, musst in meinem Stream reinzukommen und so und planen, ich bin halt gleich live und so. Und ich denke mir so, who are you? Wer bist du? Okay. Das ist ja so gut, ey. Also mit Stream ist mir bisher seltener passiert. Also ich glaube einmal bisher, aber so, ich glaube so ein Discord-Server ist echt so ein Ding, ey. Okay, krass. Das schon mal. Ja. Nein! Magier doch kaputt, ey! Ihr habt einen Disconnect, aber es ist echt... Ja. Wir haben einen Disconnect. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Das war ziemlich peinlich. Das, was peinlich ist, achso, wenn man auf YouTube streamt, sich dann im Namen, Spielername, dieses YouTube YT reinpackt und dann sich durch Lobbys durch switcht, nur damit Leute einen dann sehen. Das ist peinlich. Ja, genau, den meinte ich, Schatz. Genau, den meinte ich so. Ja, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass ich ja bald was streamen möchte. Und jetzt bin ich live, wenn du mal reinschauen magst. Und jetzt unser Webpfeffer bist du. Also schon. Komm erstmal in meine Streams! Bevor du mir jetzt noch was schreibst. So, keine Ahnung, ich meine. Also. So noch nie wirklich zum Beispiel. Keine Ahnung, ich so. Okay, cool. Ach. Ja. Lauf auch noch so, ey. Idiot. Wurdest du noch nie irgendwie so von Discord angeschrieben, so von Leuten random Dudes angeschrieben? Gar nicht. Echt nicht? Nee. Was ja auch cool ist, auch ganz cool ist auf Twitter damals so, wo ich in der Community war, in der ersten Community, und wurde ich auch so von irgendwem da aus der Community getaggt, auf Twitter mal. Leute, die meinen, ja, keine Ahnung, 2019, 2018 ausgemacht haben. Ich sag so, ey, was? Ich wusste ja nicht, dass wir so viel miteinander zu tun haben. Okay. So, manchmal einfach so random. Das sind meine besten Freunde! Who are you? Also, ich dachte, wir wären beste Freunde. Okay, dann weiß ich ja, was ich im Jahr werde. So am besten noch auf Facebook oder so. Ja, genau, mach mir ein, keine Ahnung, kannst mir einen Schüler-VZ-Post schicken. Ja. Ach man, warum halt mit Schüler-VZ? Ärgerlich, ne? Oh, ja, die sind alle in einem Clan. Lass die fertig mal. Anders, die ganze Zeit so rumgesprungen sind? Nee. Okay. Stimmt, die glaube ich zusammengebrochen. Ja, genau. Aber schon interessant, was du so für Nachrichten immer kriegst. Also, manchmal gruselig. Das ist halt so, wenn man, glaube ich. Ich muss sagen, gut, es kommt halt darauf an, auf welchen Server man ist, aber ich habe auch schon einfach manche auf Live sogar gemeldet, dann einfach so dem Admin Bescheid gesagt, so, hey, der haut hier Werbung. Ach, Mann. Ah, verdammt, ey. Wie ich einfach nicht zielen kann.
Nein, man muss da doch gar nichts hier, ne? Du schwappst doch einfach nur dumm rum hier so. Das ist wie Roller, einfach nur draufdrücken. Ja, und das krieg ich ja nicht hin. Achso. Weil, ja. Dein Handy war tot. Oh nein, Stefan! Gib mir dein Handy, ich kann erste Hilfe. Gib dein Handy wieder. Boah, war ich heute salty, ey. Ich war so kurz davor, mein Handy gegen jemanden zu pfeffern. Das hat manchmal die Macke. Das kommt eigentlich gar nicht so oft vor, aber manchmal erkennt das die SIM-Karte nicht. Und ich kam heute endlich durch beim Arzt. Und dann war Verbindung weg. Weil mein Handy wieder spawnt. Boah, ey. Ja. Ich weiß, aber es hat so schön gepasst. Ich verstehe das nicht, Mann. Ich sag einfach gar nichts mehr. Ich fasse es einfach nicht, dass es immer passt. Vor allem so richtig demotiviert. Mist. Okay. Mist. Ist denn dein Handy schon älter? Oder? Nee, das ist einfach. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es an der SIM-Karte liegt. Nein, ich war in der Stinkewolke. Ich hab nichts gesehen. Nichts gerochen. Ja. Meine Nase war so stopp. Ich hab nicht gesehen. Mal beweg dich, du. Wie heißt du? Keine Ahnung. Nur noch. Mann. Das ist voll overpowered, ey. Keine Chance, ey. Lass dich in Ruhe. Lass dich in Ruhe. Oh, ich hab ihn getötet. Ich hab mich aber auch. Aber okay. Hab ich noch gesehen. Das ist die Hauptsache. Boah, ich hab sogar. Eigentlich müssten. Wir verlieren, ey. Was sind das für Kackdudes, ey? Entschuldigung. Aber. Sorry, die sind alle drei in dem Clan. Verlieren, ey. Du hast doch gesagt, lass sie fertig machen. Achso. Lass sie fertig machen. Ich hab das gemacht, was du gesagt hast. Und dabei höre ich so selten auf dich. Muss ich ausgerechnet dann machen, wenn ich mit dem im Team bin? Oh oh. Hallo. Hallo. Na hi, verdammt! Jedes Mal verkacke ich das. Oh, das ist okay. Machen wir noch einen mit? Ja. Also ja, eine Runde machen wir noch. Eine geht noch. Eine geht noch. Alles klar. In fünf. Alles klar. Was? Ach, Mann! Das ist klar, da hau ich nochmal ordentlich rein, ja. Ich hoffe gegen dich und dann so 3,1415 Kills auf dich. Oha. Mhm. Oha. Ich bin blau und du? Verdammt. Ah, ich auch. Und ich bin lila. Ich bin orange. Ich bin nix an. Nein! Ich bin nichts. Doch, viel was. Dein Handy läuft wieder, ist kurz aus und wieder angemacht. Jawohl, das ist sehr schön. Boah, ich glaube, Stefan ist Informatiker. Vielleicht solltest du es auch versuchen. Maybe. Maybe. Mann, ich wusste, dass du da bist. Mal, warum gehe ich denn eigentlich nicht auf Max-Distanz, ey? Ich weiß auch nicht. Eine Bombe wirft. Ich bin die ganze Zeit auf dich zugelaufen, ey. Boah, ich hätte einfach größere Reichweite hast. Ach, was soll schon passieren? Er kann eh nicht treffen. Und Nagi, danke schön für deinen Follow. Herzlich willkommen, was geht? Hallo Nagi. Oh, besser. Gucken.
glaube, ich verstecke mich jetzt hier und werfe einfach noch Bomben, ey. Und mitspielen darfst! Gerne beim nächsten Mal, sehr, sehr gerne. Freundescode findest du auf dem Discord-Server. Wir machen jetzt aber, das ist jetzt die letzte Runde, dann wechseln wir nämlich das Spiel. Aber wir spielen jeden. Was haben wir? Dienstag. Dienstag ist Splatoon. Das heißt, wenn du mitspielen möchtest, naja, bin halt jeden Dienstag hier. Jeden Dienstag um 18 Uhr bis 19 Uhr. Ja, das ist richtig, stimmt. Ja, genau, das soll ich auch die Uhrzeit sagen. Wir fangen immer um 18 Uhr an und dann kannst du gerne beim nächsten Mal sehr, sehr gerne mitmachen. Kannst sogar voll gerne mitmachen. Ich finde dich nicht. Er sagt ja nicht, wo ich bin. Achso. Ja, du gesagt, ich verstecke mich hier und. Falls es sich tröstet, ich habe dich gesehen. Ich habe mich nicht getraut. Achso, bist du schüchtern? Bisschen. Seh dich. Nein! No. Hab dich! Ich hab den Hammer nicht. Ja, du machst das sogar. Ich dachte, du machst dich den Kill. Ja. Ach Mann, ey. Keine gute letzte Runde. Mach noch eine. Weil ich finde die gut, sehr schön. Weiter, tschüss. Nein. Nein, alles gut. Nee, waren coole Matches, sehr schön. Ja, waren super cool. Alles klar, dann. Okay, dann bis gleich. Ciao. Ciao, ciao. So, dann geh ich schon mal hier so Voice.